Viele von euch haben sich gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit dieser ganz genauen Verbrauchsmessung? Ich meine, wir haben hier eine Schallmesh-Steckdose. Wie kann ich diese Verbrauchsmessung in ein Diagramm schreiben lassen? Das wollen wir uns jetzt heute mal gemeinsam anschauen. Eine Mesh-Steckdose haben wir bereits an unserer CCU angelernt und wir haben auch schon mal ein Diagramm geschrieben, damit wir gleich was haben, was wir uns anschauen können. Standardmäßig zeigt diese Mesh-Steckdose, die wir hier angelernt haben, im Bereich Status und Bedienung, Geräte, schon mal einige Daten an, wie zum Beispiel ein Energiezähler, die Spannung, Strom, Leistung sowie auch Netzfrequenz. Wer jetzt hier zusätzlich noch wissen möchte, von dem Energiezähler ausgehend, wie viel Kosten hat das ganze Gerät, was dort angeschlossen ist, verursacht, kann man im Bereich Einstellungen, Systemsteuerung, allgemeine Einstellungen, hier im Bereich Preis pro Kilowattstunde noch die Energiekosten für den Strom pro Kilowattstunde eingeben, dann würde der unter Status und Bedienung auch mit aufgeführt. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie kann ich ein Diagramm anlegen. Dazu gehe ich auf Einstellungen, Diagramme und klicke unten auf Neu. Hier kann man verschiedene Diagrammtypen auswählen. Wir wählen hier benutzerspezifisch. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur Temperaturmessungen nehmen würden, dann könnte man halt alles Mögliche auswählen, was irgendwie eine Temperatur misst. Allerdings halt zum Beispiel keine Daten von der Messsteckdose. Bei benutzerspezifisch können wir alles auswählen. Gehen auf OK und nennen dieses Diagramm einfach mal Leistungsmessung. Wir können hier bei den Hintergründen noch diverse Sachen auswählen. Ich nehme hier die Standardeinstellung, hellblauer Hintergrund mit Legende im Diagramm. Der Standardzeitraum sollen die letzten 24 Stunden sein und es soll für längere Zeiträume der Durchschnittswert dargestellt werden. Im unteren Bereich finde ich jetzt hier einen Punkt, der heißt alle weiteren Datenquellen. Dort muss ich auf das Plus einmal klicken, dass mir diese Datenquellen auch angezeigt werden. Und hier finde ich jetzt meine Steckdose wieder, weil wir nur diese Steckdose gerade angelernt haben. Dort möchte ich jetzt gerne mal die Leistung mit schreiben lassen. Deswegen klicke ich jetzt bei der Leistung einfach hinten auf Hinzufügen. Ich könnte jetzt natürlich auch andere Daten noch in das gleiche Diagramm packen. Ich würde das jetzt mal gerade einmal nicht auf OK bestätigen, da wir genau dieses Diagramm schon angelegt haben. Ich klicke jetzt hier auf Abbrechen und wechsle jetzt mal in den Bereich Status und Bedienung Diagramme und sehe hier mein Diagramm für die Leistungsmessung wieder. Wir sehen hier am Anfang zwei hohe Ausschläge im Diagramm. Das kommt daher, weil wir dort mal einen Wasserkocher dran angeschlossen haben. Ich zoome jetzt mal in den hinteren Bereich, wo kleine Ausschläge sind, rein. Da haben wir nämlich hinter die Steckdose umgesteckt und haben dort einen Kühlschrank angeschlossen, wo wir jetzt sehen, wann der Kompressor eingeschaltet hat und wann der ausgeschaltet war, wann halt wirklich weniger Leistung abverlangt wurde. Ich hoffe, euch hat dieses Video zur Erstellung der Diagramme zur Verbrauchsmessung gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal.